Ja, Punkt dann. Willkommen in Schlumpfhausen, oder wie? Auf jeden Fall wieder ein Spiegel. Ich speichere mal hier. Und mach Pilze kaputt. Ah, ich kann auch nicht zu den Pilzen sein, gut. Plattform. Aber ganz ehrlich, wie soll ich ohne Ison hier klarkommen? Mal abgesehen davon, dass ich hier Perlen einsammeln kann. Das war der Weg ins Verderben. Dann doch lieber so. Ein Achatklunker mal wieder. Hi. Wow, wir haben hier normalerweise keine Tiere. Die Bäume in diesem Wald verströmen seltsame Pollen. Die meisten Tiere und Monster halten sich fern, da sie diese nicht vertragen können. Wir haben Glück, dadurch war unser Dorf all die Jahre sicher. Auch wenn in letzter Zeit mehr Monster herumschleichen. Sie kommen immer tiefer in den Wald herein. Du bist ganz schön klein für einen Wolf und du hast eine seltsame Bemalung. Aber du scheinst kein böser Wolf zu sein. Und das ist es, worauf es ankommt. Hotaro, woher kommst du? Wir gehen auch öfter mal außerhalb des Waldes spielen, weißt du? Die Welt ist zu groß für uns, deshalb reiten wir per Anhalter auf einigen Tieren mit. Der ist dieses Dorfes reiste einst mit einem weißen Wolf. Und er hat ein wirklich fürchterliches Monster besiegt. Alle von eurer Stamm kennen diese Geschichte. Deshalb nennen sie Tiere, die einen Koropokel tragen, Koropokelträger. Und sie behandeln sie mit großem Respekt. Ja, ich bin Koropokelträger. Nur, dass bei Koropokel ein ziemlich schwieriger Fall ist. Riesenkleeblatt. Ist immer schön. Das Schneckenhaus ist leer. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach, hier hinten auf dem Feld. Okay. Ja, jetzt habt ihr ein Riesenkleeblatt, über das ihr euch freuen könnt. Nein, ich mache einen Abflug gerade. Okay. Kein Problem. Jetzt aber. Jetzt das Glas, yay. Und hier rüber. Jetzt bin ich hier. Auch gut. Noch eine verstreute Perle. Sehr gut. Oh, das ist aber ein Riesenkürbis. So, und hier haben wir sonst noch etwas. Kotani-Töpferei. Teller mit elegantem Design und schönen Ätzungen. Mhm.
Achso, hier wäre eine Fontäne gewesen. Die hätte mich wahrscheinlich da hochgebracht und das wäre der richtige Weg gewesen. Nicht so, wie ich gegangen bin. So, eine Perle. Ja, wie komme ich jetzt von hier aus am besten? Achso, da ist ein Weg. Gut, dann machen wir es jetzt am besten richtig. Nachdem ich so das Sightseeing hinter mir habe. So, und gehen erstmal zum Ausgangspunkt. Von hier aus können wir uns den großen Pilz in der Mitte ansehen. Uns alles angucken. Also, gehen wir mal im Uhrzeigersinn. Also fangen hier an. Dann die andere Seite. Wobei, gegen den Uhrzeigersinn ist klüger wahrscheinlich. Oh, was ist das denn? Ist das eine Mülltonne oder ein Wassereimer? Auf jeden Fall waren da Yen-Münzen drin. Hi. Hä? Du bist ein bisschen zu klein für einen Wolf, oder? Und du trägst eine seltsame Bemalung. Du bist der erste Besucher in diesem Dorf, der kein Kuropokel ist. Mein Name ist Mia. Sehr erfreut, deine Bekanntschaft zu machen. Kuropokel-Mädchen Mia. Weißt du, da war neulich ein verlorenes Kind im Wald. Sie ist sogar noch tiefer in den Wald gewandert. Und dann ist sie durch das Geistertor verschwunden. Sie schien irgendwie besessen zu sein oder sowas. Das Geistertor ist ein Relikt, das sich noch tiefer im Wald befindet. Das ist ein seltsames Tor, das einen an andere Orte und Zeiten bringt. Aber die Leute sagen, dass das Tor zu öffnen Unglück bringt. Wir Kuropoken halten uns immer fern davon. Aber als ich das Mädchen tiefer in den Wald gehen sah, bin ich ihr gefolgt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich sah, wie sich das Tor öffnete, als sie davor stand, und dann war sie auf einmal verschwunden. Glaubst du, ich sollte es dem Ältesten erzählen, Wölfchen? Soll ich dir nochmal alles über das Geistertor erzählen? Nein. Ich hoffe, dass das Mädchen, das durch das Geistertor verschwunden ist, okay ist. Glaubst du, ich soll es dem Ältesten erzählen, Wölfchen? Gut, jetzt haben wir schon mal Background-Informationen. Oder ein paar Informationen allgemein, besser gesagt. Was ist eigentlich? Das hier sieht aus, als ob es aus einem toten Tausendfühler gemacht wurde. Oh, hier müssen wir hochspringen, wenn man weiter will. Der Flattermann hat einen Abflug gemacht. Ach so, das ist die Beleuchtung hier. Und ich mache Tonpferde kaputt, weil das so viel Spaß macht. Mura, hi. Das ist erstaunlich, ein Wolf von der gleichen Größe wie wir. Das ist ein bisschen verdächtig, wenn du mich fragst. Wie hast du es geschafft, so weit innerhalb Josfitz zu kommen? Sogar der Eunerstamm kann es nicht lange in diesem Wald aushalten. Alle anderen Kreaturen sterben sofort im Wald. Vor langer Zeit ist hier sogar ein Eunermädchen mal verschwunden. Sie war dem Tode nah, armes Ding. Einer von unserem Stamm, Isun, hat sie da draußen gefunden. Er hat ihr geholfen, den Weg zurück zum Ort des Waldes zu finden. Es ist komisch, dass ich mich an all der Zeit an sie erinnere. Ich schätze, sie muss mittlerweile erwachsen sein. Isun wurde ein guter Freund für das Mädchen, das er gerettet hatte. Er ging sie ein paar Mal im Webcare besuchen. Der Älteste wurde wirklich wütend auf ihn, weil er das Malen vernachlässigte. Am Ende ist Isun weggelaufen. Das war vor langer, langer Zeit. Ich frage mich, was er wohl heute macht. Ich schätze, er hasst das Malen jetzt. Der Älteste hat immer an ihm rumgenörgelt. Isun wurde ein guter Freund, ja. Ja. Nö, Isun hasst das Malen nicht. Jetzt wissen wir aber, warum er das Dorf verlassen hat und nicht mehr unbedingt zurück will. So, wenn ich von hier springe, müsste ich direkt zu dem Pilz kommen. Ja, tue ich auch. Gut, das heißt, als nächstes gehen wir hier hoch. Oh, das sieht aus wie entweder das Malerhauptbüro oder das Dorf,
Oder das Haus des Ältesten, wenn man es so nennen möchte. Hm. Bringen wir uns erstmal hier hoch. Das hier sieht nämlich auch interessant aus. Was ist das hier? Ich kann es mir fast schon vorstellen. Das hier ist sicherlich Isuls Bude. Ja, das dürfte definitiv Isuls Bude sein. Zensur, Zensur. Wir sind hier nicht bei Game of Thrones. Kein Wunder, dass er wurde nicht aus dem Dorf geschmissen, weil er nicht gern malte, sondern weil er schmutzige Sachen malte. Okay. Was ist mit euch beiden hier? Bleib sofort stehen. Bist du so eine Art Wolf? Du kannst kein gewöhnlicher Wolf sein, wenn du so nach Punktan reinkommen konntest. Wir verlangen, dass du dich vorstellst. Das ist seltsam. Normalerweise können wir Tiere verstehen. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf dieses Wolfes vorgeht. Aber diese seltsame Bemalung und das göttliche Instrument sieht aus wie... Ich habe auch so ein Gefühl, als hätte ich das schon einmal gesehen. Bleib sofort stehen. Ich erinnere mich, wo ich dich schon einmal gesehen habe. Du siehst genauso aus wie der Wolf auf der Betrolle im Haus des alten Ishako. Heißt das, dass du ein Freund von unserem ältesten Ishako bist? Das dachte ich mir. Dann sollten wir dich reinlassen. Das ist das Haus von Ishako, dem ältesten der Koropokel. Er ruht sich gerade im Haus aus. Bitte geh hinein. Er ist alt und recht schwach geworden. Seine Augen sind ganz schön schlecht, berücksichtige das. Mach ihm keine Schere rein. Mhm. Okay, wenn das das Haus des Ältesten ist, dann gucken wir uns erstmal hier im Rest um. Ah, Malerladen. Was für ein ungewöhnlicher Kunde. Sag mal, bist du ein Gott, oder? Wir haben hier schon lange keinen mehr gesehen. Hör gut zu, Wolfsgott. Ich sammle Dinge, die ich im Wald finde. Das ist so eine Art Hobby. Möchtest du du Geschäft mit mir spielen? Das ist ein recht ernstes Spiel. Einkaufen? Klar, immer doch. Was hast du denn? Acht Wunder. Schwert eines achtarmigen Gottes. Vielleicht die Tintenkugelkraft. Okay, da hätten wir eine neue Waffe. Kostet 200.000. Da bin ich wieder fast pleite, aber... Das heißt drum. Haben wir eine neue Waffe. Endlich mal wieder. Hi. Hey, du bist ein Wolf. Wie bist du ins Dorf gekommen? Hm, es muss Spaß machen, da draußen rumzuspielen. Ich wünschte, ich könnte das auch. Aber ich muss die ganze Zeit das Malen üben. Wir alle hier kriegen Stunden vom Dorfältesten Ishako. Da kann ich manchmal schon ganz schön streng sein. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bevor ich ein großer Künstler werde. Wenn ich doch nur wie Isun malen könnte, dann könnte ich den Göttern helfen. Okay. Das hier ist das Sonnenstudio. Nein, hier werden... Sollen das Stillleben sein oder sollen das... Soll das Tierersatz sein? Ein Tintenstein auf jeden Fall. Yay. Okay. Ich stelle das mal nicht in Frage, was das hier sein soll. Ich stelle mal nur in Frage, wo hier noch ein Haus sein soll, in das ich rein könnte. Ach, da über mir. Da wahrscheinlich hier hoch erstmal. Aber erstmal auf die andere Plattform gucken, was da noch ist. Da ist nämlich noch eine Truhe. Ja, Starfastsacke. Ja, das ist die Plattform, wo ich vorhin gelandet bin. Nein, ich will nicht da rein. Ich will
Oh, und auf dem Pilz ist auch noch was drauf. Aber jetzt mal ernsthaft, wie komme ich hier hoch? Ach, von da drüben aus. Hä? Mann, ist das hier ein verwirrender Ort. Warum, was auch immer das gebracht haben soll. Genauso habe ich jetzt gerade keine Ahnung. War ich eigentlich da oben drüben schon oben? Ja, hier komme ich auf jeden Fall hier hin. Da drüben war ich auch noch nicht, fällt mir so auf. Ja, ich werde mich nachher in der nächsten Aufnahmesession nochmal gut hier umgucken müssen. Frau Siegel, sieh nur dein weißes Fell und diese seltsamen roten Zeichen. Wenn ich mich nicht irre, dann bist du Amaterasu. Nein, daran gibt es gar keinen Zweifel. Ishaku sagte, du hättest das Land der Lebenden schon vor langer Zeit verlassen. Aber hier bist du. Was hast du bloß in der ganzen Zeit getrieben? Ich nehme mal an, es macht keinen Sinn, dir irgendwelche Fragen zu stellen, meine Liebe. Nun dann, ich glaube, ich kann mir schon denken, warum du hier bist. Kein Zweifel, du möchtest, dass ich dir ein Siegel mache, wie ich es vor 100 Jahren tat. Meine Fähigkeit, Siegel zu erstellen, ist so übertroffen. Ich schätze, daran kannst du dich erinnern, was? Siegelmacherin Frau Siegel. Nun, ich wäre natürlich glücklich, dir eins zu machen, aber ich kann dir leider keinen großen Rabatt gewähren, nur weil du eine Göttin bist. Der beste Preis, den ich mir merken kann, ist 99.999 Yen. Billiger kann ich es nicht machen. Ich würde sagen, das ist immer noch ein Schnäppchen, wenn man meine Fähigkeiten bedenkt. Du bist verrückt. Was? Verrückt ist es, ein solches Angebot abzulehnen. Ich weiß wirklich nicht, ob 99 Yen billig oder teuer ist. Aber ich weiß, dass es in dieser Welt gilt. Du bekommst das, wofür du bezahlst. Aber egal, ich habe keine Zeit zum Tratschen. Verschwinde jetzt. Okay. Wir verschwinden und gehen zum Safe Point. Und dann müssen wir uns hier weiter umgucken. Da ich hier nirgendwo runterhüpfen kann, nehme ich lieber den Weg. Aber hier war ich drin, das war Isons Haus. Ja. Also, soweit ich weiß, war ich da oben auch schon. Nur auf dem Pilz war ich noch nicht. Gucken wir mal schnell, ob wir da hinkommen. Hey, ja, ich bin auf dem Pilz. So. Bringen wir hier noch den Klee zum Blühen und dann zum Spiegel.
Ja, dann haben wir hier eigentlich schon alles. Wobei... Da oben war ich noch nicht drin. Ja, das war der Kürbis. Aber da ganz oben war ich noch nicht. Nein, da war ich noch nicht. Definitiv. Muss ich beim nächsten Mal gucken. Ich hoffe, ich vergesse es bis in einer Woche nicht. So, jetzt gibt es aber erstmal einen Cut. Also, bis dann. Ja.